Salve, ich bin Mirjana Peterzoll, Musikerin, Dozentin für Akkordeon an der Musikakademie und Universität und aktive Akkordeonspielerin. Ich grüße Sie herzlich alle aus einem besonderen Ort. Ich befinde mich gerade in Frankfurt, im Frauenmusikarchiv, dem weltältesten und größten Archiv für Musik von Frauen und über Frauen. Und hier gibt es ca. 25.000 Medien, Dissertationen, Bücher, Arbeiten, CDs, DVDs, aber auch Kompositionen von ca. 2.000 Frauen. Und ich freue mich, dass es auch Literatur von Akkordeonkomponistinnen hier gibt. Und es ist ein Glück, dass es solche Institutionen gibt, die Frauen, Kultur und Schaffen unterstützen. Kennen Sie den ältesten Komponisten aus Deutschland? Nein, das ist nicht Johann Sebastian Bach. Denn 600 Jahren vor Bach hat hier unweit von Frankfurt eine Frau komponiert. Das ist die heilige Hildegard von Bingen, eine Abtissin, eine Klostergründerin, Medizinfrau und eine besondere Theologin. So besonders, dass sie auch in der Patristikreihe, Reihe von Kirchenlehrer, aufgenommen worden ist. Und sie komponierte selbstverständlich liturgische Musik, weil sie fast 70 Jahre in einem Kloster verbracht hat. Und ihr Orden war auch dafür sehr berühmt, dass sie Musik sehr pflegten. Auch eine weitere Frau hat komponiert, also die schöne Kassia aus Griechenland, auch eine Klostergründerin und Theologin, ca. 800 Jahre nach Christus. Immerhin 300 Jahre vor Leonin und Perotin, die wir alle in Musikgeschichte Unterricht gelernt haben, als Ursprünge von unserer Kultur. Zum Glück haben Frauen auch außerhalb von Klostermauern gewirkt. Und das nicht nur als Musen, sondern als Sängerinnen und Instrumentalistinnen, Jokularinnen, aber auch in der Musik und Dichtung von den Troubadours, so wie die Trobadora oder Trobarice de Dia im 12. Jahrhundert. Also ging die Musikgeschichte und Musikgeschehen nicht an Frauen vorbei. Die haben immer komponiert und musiziert, auch wenn es denen viel schwerer war als deren Brüdern oder Kollegen oder Ehemännern. Eine Clara Schumann oder Barbara Strozzi oder Dora Pejacevic und unzählige Frauen, deren heute Namen nicht alle kennen, haben eine große musikalische Erbe hinterlassen. Und auch bei uns in der Akkordeongeschichte waren Frauen von Anfang an dabei. Denn in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts hat Anton Reisner sein erstes Musikheft Methode der Akkordeon herausgegeben. Und drinnen befindet sich ein Thema Brillante mit Variationen von Luise Reisner. Also weil die Luise eine Komponistin, aber auch eine Virtuosin, weil sie konzertierte durch die schöne edle Salons. Und heute, fast 200 Jahre nach Luise Reisner und ca. 100 Jahre nach Hugo Hermann, der für alle Akkordeonisten ein bedeutender Name ist, haben wir fast 1000 Kompositionen und Werken für Akkordeon Solo und Kammermusik mit Akkordeon von fast 500 komponierenden Frauen, die sich alle unterscheiden in ihrer musikalischen Sprache. Von einer experimentellen Pauline Oliveros mit der Deep Listening Technik über Neoklassik und Neoromantikerin Golob, Avantgardistinnen mit oder ohne Elektronik, con o senza voce, mit Zusatzinstrumentarium. Eine Vielfalt von Sprachen und eine Vielfalt von Kreativität und Können. Und jetzt sind wir schon längst im 21. Jahrhundert gelandet und es scheint, dass die Gleichberechtigung realisiert ist.
Und tatsächlich, Frauen dürfen heute alle Instrumente spielen und sie dürfen studieren. Sie dürfen komponieren und sie forschen. Sie leiten Institutionen und sind Pädagoginnen und Dozentinnen, sind Musikerinnen, bauen Instrumente, leiten, sind Kuratorinnen und sind Stifterinnen und so weiter. Und das ist auch gut so. Aber kürzlich lasse ich eine Statistik über die Konzertprogramme von Abonnement-Konzerten. Es handelte sich hier um Berufsorchester. Und dort sind Frauenkompositionen vertreten mit ganzen 2%. Bei der zeitgenössischen Musik sieht es besser aus, da sind genau 13%. Also, wir sind doch immer nicht am Ziel. Und wir haben noch einen langen Weg vor uns, den wir alle gemeinsam gehen können. Indem wir zum Beispiel unsere Konzertprogramme oder Programme von unseren Schülern und Studenten oder Programme für die Wettbewerbe gut durchdenken und suchen eine Literatur, die vielleicht nicht bekannt ist und vielleicht nicht so viel Likes hat, aber umso interessanter und wichtiger ist. Denn wir Interpreten können mit diesen sehr ausdrucksstarken Instrument, der so viele Emotionen transportieren kann. Komponistinnen und Komponisten sehr überzeugen und für unser Instrument inspirieren zum Komponieren. Aber wir dürfen nie unsere Geschichte verleugnen und vergessen, nämlich die Geschichte von Akkordeon und die Geschichte von komponierenden und musizierenden Frauen. Wir sollen sie integrieren in unsere Gegenwart. Denn wie ein altes Sprichwort sagt, die Samen der Vergangenheit sind die Früchte in der Zukunft.